Darf man über die Anschläge vom 11. September Witze machen? Ja, sagt der deutsche Regisseur Uwe Boll. Sein neuester Streifen Postal ist voll makabrer Szenen und übertrieben brutaler Gewalt. Er selbst nennt den Film einen Befreiungsschlag. Die ersten deutschen Kinogänger waren skeptisch, ob ihm das gelungen ist. Der Film beginnt im Cockpit einer der Maschinen, die am 11. September 2001 ins World Trade Center rasten. Und durch 99 perfekte Jungfrauen, die uns für alle Ewigkeit anbeten werden. Ich hab gedacht, es wären 100. Was sagst du? Vielleicht sind es nur 10. Und wir müssen sie am Ende noch teilen. Ich denke, nach dem September 11 kam so eine allgemeine Depression über uns. Und es ist Zeit, jetzt diese Sache zu zerbrechen. Und Postal ist da wie so ein Befreiungsschlag. Ich bin es einfach leid, ewig dieselben Hollywood-Filme zu sehen. Ich meine, wie viel Ben Stiller Romantic-Comedies sollen wir uns denn noch angucken? Vorbild des Films ist das Computerspiel Postal, das in Deutschland verboten ist. Der Shooter ist extrem geschmacklos. Katzen werden zum Beispiel als Schalldämpfer verwendet. In dem Spiel musst du keine Gewalt anwenden. Es ist sogar so, dass du deutlich schwerer vorankommst, wenn du auf Gewalt setzt. Aber darüber berichtet niemand. Auf abstoßenden Humor setzt auch der Film, der in einigen Kinos gestern vorab gezeigt wurde. Am Anfang mit dem 11. September, ich finde, das sollte man einfach nicht irgendwie verscherzen. Also ich fand es geschmacklos. Das ist ein komischer Humor und gewöhnungsbedürftig. Unterhaltsam, lustig, amüsant. Unter die Gürtellinie. Hat mir gut gefallen. Gute, total grottenschlecht. War ganz okay, sag ich. Krank. Bin Laden, hallo. Postal läuft im Oktober bundesweit an. Für Zuschauer ab 16 Jahren, die mit dieser seltsamen Art von Humor klarkommen. Tschüss.